Hier ist Edeltraut. Edeltraut ist 57. Guten Morgen, Edeltraut. Guten Morgen. Hallo, Edeltraut. Weswegen rufst du an? Ich rufe an, und zwar meine Tochter, die war in einer Psychiatrie untergebracht und ist am 3.3. spurlos verschwunden. Aus der Psychiatrie spurlos verschwunden? Aus der Psychiatrie spurlos verschwunden, ja. Wie alt ist deine Tochter? 31. Und warum war sie in der Psychiatrie? Wegen Suizidgefahr. Das heißt, sie hatte schon einen Versuch unternommen? Sie hatte schon einen Versuch unternommen, ja. Ja. Weswegen hat sie den Versuch unternommen? Ja, Verzweiflung, Depressionen halt. Ja, Depression. Gab es auch zusätzlich einen konkreten Anlass? Sie hatte manchmal keine Selbstwertgefühle, sagen wir es mal so. Mhm. Aber das hat sich dann auch wieder alles gegeben. Also sie ist danach in die Klinik. In der gleichen Klinik war sie vorher schon zweimal. Hat sie denn mehrere Suizidversuche unternommen? Das war der erste. Mhm. Und am 25.3. hat man sie tot gefunden. Ach so. Also sie ist am 3.3. ist sie verschwunden. Ja. Und am 25.3. hat man sie tot gefunden. Ja. Jetzt bin ich etwas schockiert, weil ich dachte, dass deine Tochter nur verschwunden ist. Nein. Aber sie ist tot. Ja. Wo hat man sie gefunden? In der Nähe der Klinik. Und was hat sie gemacht? Sie hat sich mit ihrem Schal erhängt. Draußen in der Natur? In der Natur, ja, an einem Baum. Ja. 25.3. Das ist noch nicht lange her. Nein. Wie geht es dir? Du bist die Mutter. Wie geht es dir heute? Mir geht's nicht so gut. Das ist ja ganz klar. Mhm. Aber ja, weswegen ich eigentlich anrufe, die Umstände, wie das halt passiert ist, wie die Klinik nicht mitgearbeitet hat. Ich möchte gerne, dass sowas an die Öffentlichkeit kommt. Du glaubst also, dass sie gar nicht hätte aus der Klinik fliehen können, dürfen können? Nein, das nicht unbedingt. Ich meine, man kann niemanden daran hindern, wenn er abhauen will. Kann man nicht. Da findet man immer Wege. Aber das heißt, sie war nicht in einer geschlossenen Abteilung? Doch. Doch. Aber kann man da dann doch raus, wenn man... Ja, sie durfte mittlerweile schon halt alleine rausgehen. Mhm. Was mich eigentlich auch sehr verwundert hatte, weil ihr Krankheitsbild immer schlimmer wurde. Was sind deine konkreten Vorwürfe an die Klinik? Die konkreten Vorwürfe sind, ich fasse es mal ganz kurz und schnell zusammen, dass sie am 3.3. um 8.30 Uhr verschwunden ist, dass ich das durch Zufall erfahren habe, indem ich mit einer Patientin telefoniert habe. Und beim dritten Anruf hat man mir erst gesagt, dass sie seit morgens verschwunden ist. Und wann hast du angerufen? Um wie viel Uhr? Um 5 Uhr habe ich das erste Mal angerufen, nachmittags. Mhm. Und dass man ihr Zimmer räumt. Aha. Wie, man hatte schon ihr Zimmer geräumt, soweit ja. War es schon, und dich noch nicht informiert? Ja. Du hast es durch Zufall dann um 17 Uhr erst mitbekommen? Später, nach dem dritten Anrufen. Nach dem dritten Anruf. Der dritte Anruf war um wie viel Uhr? Ich kann es Ihnen nicht sagen, ich war so durcheinander, weil die immer noch nicht da war. Das war vielleicht 1,5 Stunden später, sage ich jetzt einfach mal so. Mhm. Ja, und am nächsten Tag hat man sie offiziell entlassen. Wie? Man hat nicht die Polizei benachrichtigt? Nein. Ich bin am gleichen Abend bin ich noch zur Polizei, da waren die 24 Stunden noch nicht um, da konnte man nichts machen. Und dann bin ich am nächsten Tag mit meinem Sohn zur Polizei, dann haben wir eine Anzeige gemacht wegen Suizidgefahr. Mhm. Wie? Und die Klinik hat dann deine Tochter, obwohl sie abgehauen war aus der Klinik, ja, hat sie offiziell entlassen am nächsten Tag? Ja. Das erstaunt mich völlig. Ja, 4 Tage später haben wir auch schon die Rechnung gehabt. Hast du dich mal erkundigt, wie man normalerweise in einer Psychiatrie sich verhält, wenn ein Patient, der auch noch hochgradig gefährdet ist, wenn der abhaut, was man dann macht?
Nein, ich höre nur von jedem, weil es ist folgendes, sie hat ja dann auch am 14. unterschrieben, dass sie freiwillig da ist, aber die Suizidgefahr war halt noch. Hätte jetzt die Polizei, nein, hätte jetzt die Klinik gesagt, es besteht Suizidgefahr, hätte die Polizei ganz anders gesucht. Ach so, aufgrund der Tatsache, dass sie freiwillig da sich aufhält. Ja, das haben die behauptet, so, ja, so. Freiwillig, und diese Suizidgefahr würde nicht bestehen. Mhm. Und von daher war natürlich der Polizei auch die Hände gebunden. Mhm. Aber als du denn zur Polizei gegangen bist, hast du der Polizei da sicher die Zusammenhänge erklärt, dass sie in einer Klinik war und sie weggegangen ist und so weiter. Wurden die da nicht hellhörig und alarmiert? Doch, ja. Mein Sohn war ja mit dabei. Die haben selber gesagt, eigentlich hätte die Polizei, hätte die Klinik die Polizei informieren müssen. Na gut, aber dann hast du es gemacht. Darüber haben sie sich gewundert. Und ist denn die Polizei dann initiativ und aktiv geworden? Die haben halt auf das Schreiben von der Klinik gewartet, dass da irgendwas kommt. Und die Klinik hat halt behauptet, dass die Suizidgefahr nicht besteht und dass sie freiwillig da ist. Und aufgrund dessen konnten die keine Handyortung machen oder halt, wenn jemand suizidgefährdet ist, dann sucht man ja ganz anders, auch von der Polizei her. Natürlich. Und zwischen dem 3.3. und 25.3. ist ja nun eine enorme Zeitspanne. Ja. Das heißt, in dieser Zeit hätte man die Chance gehabt, wenn man richtig aktiv gesucht hätte, vielleicht deine Tochter zu finden. Ja. Hat man denn überhaupt nicht gesucht? Ich weiß es nicht, doch ich denke schon. Ich habe noch keine Akteneinsicht. Dazu brauche ich einen Anwalt. Das heißt, hast du... ich weiß gar nichts. Du hast noch gar nichts unternommen. Du hast noch keine... Doch, ich habe eine Anzeige gemacht wegen fahrlässiger Tötung gegen die Klinik. Okay, verstehe. Mhm. Da aber brauchst die du wurde abgewiesen. Ja. Hattest denn du da einen guten Beistand, einen guten Rechtsbeistand? Nein. Nein? Nein. Also, da werden wir dich jetzt gleich im Anschluss an dieses Gespräch noch versorgen mit guten Ansprechpartnern. Ja. Es gibt Patientenverbände, es gibt viele Fachleute, die sich dann auch einen an die Seite stellen und einem helfen können in so einem Fall oder beraten können, was man macht und wie man es machen sollte. Das darf man nie alleine machen. Da bist du verloren. Ja. Da brauchst du. Ja, ich weiß. Aber ja, ich habe mich jetzt mit der Krankenkasse in Verbindung gesetzt und da gibt es ja so eine Stelle und die gucken jetzt ein bisschen dahinter, was da los ist, was da war. Gut, aber du kriegst von uns gleich auch noch die Informationen, denen kannst du dann ja auch noch nachgehen, damit du auch selbst etwas in der Hand hast und selbst agieren kannst. Ja. Wie lange ist denn deine Tochter schon so schwer an Depressionen erkrankt gewesen? Das waren 5 Jahre. 15 Jahre? Fünf Jahre. Mhm. Ja, das war immer mal ein Auf und mal ein Ab. Und sie war ja 2 Mal vorher schon in der Klinik und da haben sie ihr wirklich gut geholfen. Mhm. Ja. Sie hat dir nichts hinterlassen, das ist immer die Frage, wenn jemand sich das Leben nimmt. Nein, also sie hat immer regelmäßig Tagebücher geschrieben, wo sie ihre Gefühle halt aufgeschrieben hat, wie es ihr gerade geht. Bitte, die liest du gerade mit? Hm? Also du hast die, sie hat die Tagebücher, die kannst du Einblick nehmen. Ja. Und hast du da neue Sachen entdeckt, die du so vorher noch nicht wusstest? Ja, also sie hat öfters mal die Gedanken gehabt. Das Leben zu nehmen. Das wusste ich nicht. Ja. Hat sie das so zu Papier gebracht? Genau warum? Zum Beispiel hat sie geschrieben, weil es zu schwer ist, weil sich das Leben nicht lohnt, weil das Leben sinnlos ist. Findest du irgend so eine Formulierung? Nein, diese Richtung nicht. Nur manchmal hatte sie einfach keine Lust. Also ich habe noch nicht alle Tagebücher durch. Ich gucke nur ab und zu mal rein, wenn es geht. Mhm. Du sprichst immer in der Ich-Form. Musst du das alles alleine organisieren oder gibt es auch noch den Vater, einen Partner, der an deiner Seite steht?
Nein, diese Sache jetzt hier, die mache ich alleine, weil ich sie machen will, weil ich möchte, dass das an die Öffentlichkeit kommt. Aber du hast einen Partner? Nein, ich bin alleine. Du bist alleine, okay. Ja. Und war diese Tochter, die jetzt verstorben ist, dein einziges Kind? Nein, ich habe noch einen Sohn. Steht der dir denn bei in der jetzt so schweren Zeit? Ja, doch. Er versucht auf seine Art und Weise, ist er wirklich sehr lieb. Wie alt ist er? 30. Die sind 11 Monate auseinander. War deine Tochter alleine oder hatte sie eine Beziehung? Nur alleine. Zum Schluss war die alleine. Musstest du sie eigentlich noch identifizieren? Nein, das durfte ich nicht mehr. Was sicherlich auch gut war für dich. Und ja, ist ein zweischneidiges Schwert. Das heißt, du man konnte halt, man konnte nicht Abschied nehmen, aber es ist besser so. Ne? Das glaube ich auch, ja. Natürlich, du hast recht, man kann nicht Abschied nehmen, aber wahrscheinlich war es die richtige Entscheidung, wenn man das empfohlen hat, das so zu machen. Ja. So, Edeltraut, du hast ein Anliegen und du wirst vielleicht einen Kampf kämpfen müssen für deine Tochter. Dazu brauchst du Beistand und Hilfe. Und wir werden dich jetzt versorgen mit den entsprechenden Telefonnummern und Kontaktadressen, damit du was in der Hand hast. Die Krankenkasse hilft dir ja auch schon. Ja, danke. Deshalb bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder bei dir. Jetzt auflegen? Du legst bitte auf und wartest auf einen erneuten Anruf von uns. Okay, ich danke dir. Alles Gute und viel Kraft wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Tschüss.